Wir sind, sage ich, so überspannt, so ausgelaugt von der ständigen Panikmache und dem andauernden Allfrontenkrieg, dass unsere Wünsche die Realitäten mittlerweile völlig ausblenden. Wir sind derart erschöpft, ermüdet von dem unaufhörlichen Schwall negativer Worte und Ereignisse, dass wir am liebsten gar nichts mehr hören, nichts mehr sehen und über nichts mehr Negatives reden möchten. Ich leuchte nun etwas aus, welche Taten zu erbringen sind und welche Gesetzmäßigkeiten einzuhalten sind, damit wir berechtigte Hoffnung und Ruhe finden können. Während für die einen die Sonne der Gerechtigkeit endlich am Aufgehen ist, versinkt sie für andere gerade wieder in neuen Abgründen finsterster Skepsis. Hier also frohmachende neue Hoffnung und da überschäumendes Misstrauen. Das Chaos könnte wieder einmal nicht perfekter sein. Werden sich jemals alle Seiten einig sein oder bleibt die allseitige Hoffnung, dass endlich sich Abend und Morgen, Tag und Nacht küssen werden, bleibt es ein ewig unerhörtes Gebet, ein sich nie erfüllender Wunschtraum? Aber vielleicht geht es ja auch gar nicht um Tag und Nacht. Vielleicht wurzelt ja all unsere Problematik und unsere Differenzen auch nur in allseitig ungesetzmäßigen Wunschträumen, wisst ihr? Wer immer nämlich denkt, wir könnten unsere nationalen Probleme losgelöst von den globalen bewältigen, lebt noch immer im Land der süßen Träume. Und nach diesem Satz werden jetzt einige mir zujubeln und sagen, ganz meine Rede. Doch jeder wird dabei wieder etwas völlig Eigenes darunter verstehen. Und so wie die früheren dachten, dass man unsere globalen Problematiken allein mit der Lösung der sozialen Frage bewältigen könnte, so glauben viele heutige, dass unser globales Problem bewältigt sei, sobald wir die Ziele des Weltklimarates oder der Impfschutzallianz und so weiter erreicht hätten. Wieder andere sehen die globale Grundlösung im Wirken von Donald Trump und QAnon oder neuerdings von Gezara und Nezara. Und schon höre ich wieder Einsprüche von anderer Seite, etwa von den Frommen oder den sonst wie Erleuchteten. Ja? Für sie ist die globale Problematik erst dann vom Tisch, wenn sich die alle bekehrt haben da draußen und wenn alle erleuchtet und ausreichend aufgestiegen sind wie ihre großen Meister. Wie nüchtern das alles ist, fragt sich dabei kaum jemand. Und noch tausend andere könnten hier zum Besten geben, wie ihrer Ansicht nach der globalen Bedrohung zu wehren ist oder zu wehren sei. Und schon wieder ist das Chaos perfekt. Versteht ihr? Und wenn wir hier gleich eine Million weitere kluge und esoterische oder sonst wie raffinierte Reformations- und Bewältigungsvorschläge auf dem Tisch hätten, ich sage, sie befänden sich wesentlich dennoch allesamt in ein und derselben Weise im Land der schönen Träume. Ganz einerlei, ob diese Träume dann politischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher Natur oder religiöser, künstlerischer, okkulter oder welcher Fantasien auch immer entsprungen sind. Ich sage, jeder einzelne Mensch unter diesem Himmel, ja, wir alle leiden an ein und denselben erbärmlichen Schwachstellen. Ja. Und was sind diese? Wir missachten über unseren Wünschen und Träumen gerne allerlei unbeugsame Gesetzmäßigkeiten. Ja. Wir übersehen aufgrund der schönen Worte unserer Weltenlenker deren hässlichen Taten. Wir verpassen aufgrund aller möglichen Heilsversprechen uns selber, unseren eigenen Einsatz. Und jeder einzelne Mensch unter diesem Himmel neigt leider dazu, sich selber zu verschonen und andere die Drecksarbeit machen zu lassen. Wann immer sich darum auch nur die leiseste Hoffnung auf einen Erretter am Horizont unserer Erwartungen erhebt oder abzeichnet, verkriechen wir uns gleich noch vollständig in der Selbstschonung. Das ist unser Problem, unser aller. Ja. Und wir delegieren all unsere Verantwortungen und Aufgaben dann an diesen Retter oder diese Heilsbewegung ab, die sich neu zeigt. Doch wir alle schauen unseren Rettern und Hoffnungsträger leider nicht genug nüchtern auf die Finger. Ja, darüber reden wir heute. Wir sind derart trunken von Sehnsucht nach besseren Zeiten, dass uns schon die bloßen Worte und Versprechungen unserer allerseits daherschwatzenden Christus genügen. Ja? Und die endliche Chance zur Entspannung ist uns so heilig, dass wir sofort in Rage geraten, wenn da irgendeiner auch nur schon den leisesten Zweifel wegen fehlender Taten anmeldet. Wir sind, sage ich, so überspannt, so ausgelaugt von der ständigen Panikmache und dem andauernden Allfrontenkrieg, dass unsere Wünsche die Realitäten
mittlerweile völlig ausblenden. Wir sind derart erschöpft, ermüdet von dem unaufhörlichen Schwall negativer Worte und Ereignisse, dass wir am liebsten gar nichts mehr hören, nichts mehr sehen und über nichts mehr Negatives reden möchten. Ja, am liebsten, sage ich, würden wir uns alle in unsere Heilsvorstellungen und Wünsche einkapseln und uns wie ein Embryo im Mutterleib sorg- und schwerelos in Sicherheit wiegen lassen. So ist es doch. Uns allen fehlt leider die Geborgenheit, die Sicherheit, das endgültige Zuhause, die ersehnte Ruhe. Aber wisst ihr, all diese Sehnsüchte können eben doch niemals die nackte Realität ersetzen. Und ich will hier niemanden die Freude verderben oder gar die frisch erwachte Hoffnung trüben. Was ich aber will, ich will eure Nüchternheit. Ich will, dass ihr jetzt nicht einschlaft, nicht jetzt und so lange nicht, bis es euch die real eingetroffenen Taten erlauben. Und ich betone an dieser Stelle nochmals, solange ein Versprechen noch nicht zur Tat geworden ist, besteht doch zwischen ihm und einer Lüge oder einer Täuschung null Unterschied. Ja? Ich leuchte nun etwas aus, welche Taten zu erbringen sind und welche Gesetzmäßigkeiten einzuhalten sind, damit wir berechtigte Hoffnung und Ruhe finden können. Zuerst richten wir unseren Blick auf wirtschaftliche und politische Taten. Die von Donald Trump angekündigte Austrocknung des Sumpfes, sprich des tiefen Staates, hat in Wirklichkeit erst dann stattgefunden, hört jetzt gut zu, wenn das gesamte weltweite Zins- und Zinssystem abgeschafft ist. Versteht ihr? Und zwar samt allen mächtigen Zinsherren und Sklavenhaltern der Menschheit, die dahinter stecken. Ja? Auch diese müssen restlos entmachtet und enteignet werden. Und ich werde euch jetzt zeigen, warum. Es sind keine wirklich notwendigen Taten vollbracht, wenn wir nur da und dort ein paar Köpfe von der Bildfläche verschwinden lassen. Ja? Das gesamte Geldsystem muss weg, ihr Lieben, weil es gesetzmäßig zur Totalversklavung und zur Totalenteignung der gesamten Menschheit führen muss. Denkt darüber nach, was ich schon sagte. Wir müssen sowohl gesetzmäßig als auch nüchtern und tatenorientiert leben. Ja? Seht doch. Durch das verbrecherische Geldsystem haben sich die größten aller Weltenlenker gesetzmäßig sämtliche erarbeiteten Leistungen der gesamten Weltbevölkerung unter den Nagel gerissen. In der Geld- und Machtgier liegt aber bekanntlich die Wurzel aller irdischen Übel und globalen Problematiken. Es sind darum Taten nötig, die nicht nur einzelne Verbrecher, sondern das gesamte System des Verbrechens schachmatt setzen. Seht doch, wie es die größten Verbrecher aller Zeiten eingefädelt und angegangen haben. Zuerst haben sie sich in Geheimbünden formiert. Dann haben sie sich das verbriefte Recht ergaunert, um Geld aus bloßer Luft zu schöpfen. Dann haben sie dieses aus reiner Luft erschaffene Geld an alle Staaten dieser Welt verliehen. Ja? Nicht aber nur zeitlich verliehen, sondern zu hohen Zinsen und Zinseszinsen verliehen. Ja? Und auf diesem Weg haben sie alle Nationen dieser Welt in eine derartige Überschuldung manipuliert, dass keine einzige Nation jemals wieder imstande sein wird, sich auch nur annähernd aus dieser maßlosen Überschuldung wieder zu befreien. Ja? Und weil wir Nationen auf diesen, sag mal, finanziellen Zaubertrick hereingefallen sind und unseren darin enthaltenen gesetzmäßig geplanten Untergang nicht durchschaut haben, verlieren wir jetzt Jahr für Jahr unsere gesamten gemeinsamen erarbeiteten Gewinne an diese Zinsherren. Ich sage es noch einmal mit verständlicheren Worten. Was immer wir als gesamte Weltbevölkerung in einem ganzen Jahr erarbeiten können, nennt man übrigens Bruttosozialprodukt, das verlieren wir Jahr für Jahr allein zur Begleichung der Zinsen und Zinseszinsen dieser Schulden. Versteht ihr? Und unsere Staatsbediensteten stellen es dann in ihren Jahresbilanzen jeweils immer so dar, dass wir Völker meinen, ja, wir würden mit unseren Gesamtjahresleistungen die Staatsschulden abtragen. Aber genau das stimmt eben schon lange nicht mehr. In Wahrheit sind wir längst nicht mehr imstande, auch nur schon unsere Zinsen zu begleichen. So sieht es aus. Während uns aber die Schulden dahinter exponentiell immer mehr alle über die Ohren hinauswachsen. Ein und dieselben Geldherren, die ihr Geld also zuvor aus reiner Luft erschaffen und uns geliehen haben, die fordern jetzt nach und nach alles mit Zins und Zinseszins in realen Werten und Arbeitsleistungen von uns zurück.
Und ich sage, wann endlich verstehen wir, in welchen Dimensionen diese Schwerverbrecher wirklich operieren? Nur eine einzige Tat kann uns daher jetzt wirtschaftlich und politisch betrachtet aus dieser globalen Problematik wieder heraushelfen. Die Trockenlegung nicht nur des gesamten Sumpfes jener Geldherren, die dieses Schwerstverbrechen teuflisch kalkuliert und in die Tat umgesetzt haben. Nein, die Tat muss auch die Beseitigung des gesamten Finanzsystems nach sich ziehen. Wann endlich verstehen die Völker diese Rechnung, die uns doch schon so einleuchtend vor Augen geführt wurde und gemalt wurde? Beispiel: Hätte man zu Jesu Geburt ihm ein kleines Goldstück aufs Sparbuch gelegt mit all den gängigen Zinsen und Zinseszinsen, dann hätte sich dieses Geburtstagsgeschenk im Laufe der letzten 2000 Jahre zu Dutzenden Erdkugeln aus reinem Gold vermehrt, sogenannten. Versteht darum, was unter gesetzmäßigem Denken und Handeln zu verstehen ist. Die Geldbetrüger haben diese exponentielle Ausgestaltung des Zinswesens schon vor deren Inkraftsetzung haargenau verstanden. Ja, gerade weil sie dieses exponentielle Wachstum durchschaut haben und weil sie gecheckt haben, wie denkfaul und unfähig wir Menschen sind, gerade darum haben sie dieses betrügerische System ja überhaupt eingeführt. Warum? Um die gesamte Menschheit durch Schulden unter sich zu versklaven und unter ihre Gewalt zu bekommen. Aber wisst ihr was? Wir stehen in Wahrheit gar nicht in deren Schuld und unter deren Gewalt. In Wahrheit sind doch sie in unserer Schuld und unserer aller Gewalt. So ist es doch. Doch diese unsere Gewalt kann erst dann wirksam werden, wenn wir aus unseren Träumen aufwachen, wenn wir deren Täuschung endlich nüchtern gemeinsam ans Licht bringen und uns als betrogene Völker dazu aufmachen, diese listig erschlichene Überschuldung von uns abzustreifen, wegzuwerfen. Ja? Wirtschaftlich und politisch ist diese lügnerisch und fiktiv aufgebaute Schuldenblase gleichsam unser Strick, an dem wir alle baumeln. Ja? Unsere reale und zugleich tiefste globale Problematik ist es. Nun schauen wir uns aber auch noch die Taten einiger neu aufgekommenen Heilsbringer an. Schon die Vorwürfe anführende Aktivisten von Gesera und Nesera zeigen doch, dass sie den wahren Wurzeln des Verbrechens und der Verbrecher dahinter keinesfalls etwa wirklich an den Kragen gehen. Vielmehr sollten sie ihren Nachfolgern erklären jetzt, warum sie mit ihren sauer erworbenen Geldern in einer Weise handeln, wie es die Welt buchstäblich noch nie gesehen hat. Vielen fällt es nämlich sehr schwer, hinter den sich zeigenden Früchten von Gesera und Nesera einen gesunden Baum zu erkennen. Aber wer kann die Vorwürfe an den Gesera zum Beispiel Online-Shop einordnen? Wer kann sie verstehen? Ja? Wenn dort Währungen wie etwa der Zimbabwe-Dollar, der irakische Dinar oder der vietnamesische Dong zu horrenden US-Dollar-Preisen gehandelt werden, ja? Wer kann es erklären, dass sie das tun, obwohl doch jene Währungen nur einen absoluten Bruchteil davon wert sind? Ja? Ein Beispiel. Wie vertrauenswürdig wäre KlarTV zum Beispiel für dich, wenn wir in einem Shop ausgemusterte D-Mark-Scheine handeln würden? Ja, wenn wir zum Beispiel 10 oder 100 D-Mark-Scheine für 1'000 Euro das Stück verkaufen würden und dabei die Hoffnung verbreiten würden, jetzt, wo die AfD im Verbund mit Donald Trump daherkommt, würde in Deutschland ja eh bald wieder die alte Währung eingeführt. Sag, wer hätte noch Vertrauen zu uns? Ja? Und erkennt bitte auch, wie Donald Trump gerade die Vision verbreitet, alle Währungen seien auf einem ebenen Level zu führen. Angesichts der unzähligen Billionen, wirklich unzähligen Billionen fiktiver Staatsschulden allerseits, tröstet das doch überhaupt nicht. Ja? Denn diese hängen ja nach wie vor wie ein Damoklesschwert über unseren Köpfen. Und wie sollen wir mit den Vorwürfen gegen den Gesera-Mann Nicolas Benjamin umgehen, der die Aufwertung von Währungen angekündigt hat, ja? In die seine Nachfolger jetzt investieren? Wie sollen wir das erklären? Und können wir hier eine eindeutige Lüge nachweisen? Solange Gesera auch nur schon im Entferntesten zulässt, dass ausgerechnet in irakische Dinars investiert wird, müssen doch eigentlich selbst Menschen mit null ökonomischem Wissen wittern, dass man nicht in entwertete Währungen investieren sollte.
Ja, wer hat die realen Beweise dafür, dass Benjamin etwa 2022 nicht eine Billion Zimbabwe-Dollars angeboten hat, ja, damals für 428 US-Dollar? Ja, und dies, obwohl Zimbabwe doch unter einer der krassesten Hyperinflationen in der modernen Geschichte leidet, könnte es gerade so gut in die alten Swissair-Aktien investieren, wo es die Swissair gar nicht mehr gibt. Verstehst du? Ich habe daher ziemlich viel Verständnis für alle, die sich nicht nur von den missionarischen Einflüssen von QAnon, sondern ebenso von Gesara und Nesara distanzieren. Ich selber komme vor allem nicht darüber hinweg, dass solche Bewegungen die Menschen entweder in die Passivität oder dann in den Irrsinn des finanziellen Desasters führen und stürzen. Auch unser Finanzexperte Ernst Wolf hat diesbezüglich in seiner Tagesdosis meines Erachtens wichtige, fachkompetente Auskünfte zu den Gesara- und Nesara-Aktivitäten gegeben. Trotzdem fahren immer mehr auch QAnon-Leute gerade jetzt auf Gesara und Nesara ab. Ja. Und wieder sage ich, wie es ist, nur die Taten zählen. Nur welche Taten aber? Ja? Es zählen einzig die Taten, die auch jene Gesetzmäßigkeiten berücksichtigen, auf die es im tiefsten Grunde ankommt, wie eben beim Zinssystem erklärt. Ja? Wenn sich QAnon, Gesara und Nesara als wirkliche Heilsbewegungen erweisen wollen, dann sollen sie jetzt zusammen mit Donald Trump nicht bloß ein paar störende Rivalen aus dem Sumpf des Deep State austrocknen, nicht nur ein paar Ämter neu belegen und dabei lauter Worte der Hoffnung verbreiten. Wenn all diese wirkliche Heilsträger sind, dann sollen sie alle Völker der Erde jetzt zu einem einzigen nötig gewordenen Volksgericht versammeln, um die wahren Urheber, um die wahren Sklavenhalter dieser Welt samt ihrem Sklavensystem auszutrocknen. Alles andere wären nur neue Flicken auf ein altes Kleid. Aber was wirken sie stattdessen bislang? Was zeigen bislang ihre realen Taten? Während sie Worte des Heils und der weltweiten Befreiung aussprechen, sehen ihre Taten im Endeffekt etwa so aus. Der neue Heilsträger Elon Musk weitet im Namen der KI-Bekämpfung die KI in eine derart krasse Dimension aus, dass er alle KI-Entwicklungen der Vergangenheit damit weit in den Schatten stellt. Statt die Hauptinstrumente der globalen Menschheitsversklaver aufzudecken und auszurotten, lässt Elon Musk deren Hauptwaffe, das ist nämlich 5G, für uns alle unkontrollierbar ins All schießen. Ja? Er übersät uns jetzt mit 5G-Kriegswaffen, wie es keine Organisation je zuvor getan hat. Seht meine Rede dazu an, über den, was der Gründer von 5G zu dieser Technik sagt. Die ausstehenden Taten von Gesara, Nesara und QAnon habe ich gerade erwähnt. QAnon-Anhänger hatten aber mich und KlarTV während der Corona-Zeit ständig gemaßregelt, uns regelrecht geistige Prügel verpasst, weil wir nicht mit ihnen zusammen frohlockt haben. Ja? Was haben sie gesagt? Bis Ostern 22 ist der ganze Spuk vorbei, weil Trump kommt, QAnon kommt. Oder? Ja? Sie haben uns nachgestellt, weil wir nicht blind den Heilsversprechungen von Trump verfallen waren. Was aber zeigen uns jetzt Trumps reale Taten während seiner ersten Amtszeit? Seht bitte unsere Akte Trump, dieser nüchtern ins Gesicht. Ja? Ich will hier niemandes Hoffnung zerstören, wohl aber jede Gattung falscher Hoffnung. Trump hat im Namen der Stärkung seiner eigenen Nation so viele Bomben auf andere Nationen abgeworfen, wie mehrere Präsidenten vor ihm zusammen nicht. Ja? Das ist die Wahrheit. Und nur den Sumpf hat er in keinem Ansatz trockengelegt, wie er immer ausgerufen hat. Darum rate ich allem voran, beobachtet Trumps Taten im Hinblick auf seine neuesten Wahlversprechen. Ich stelle damit allerdings nicht in Frage, dass er in kürzester Zeit dann den Russland-Ukraine-Krieg beenden wird. Ja? Ich denke, das wird er ziemlich schnell und ziemlich sicher tun, wenn wahrscheinlich auch nicht in nur 24 Stunden, wie er angegeben hat. Ja? Aber selbst wenn, wer die Doku zum Gaza-Krieg von KlarTV genau studiert hat und weiß, dass Trump nicht einfach ein harmloser Christ, etwa ein Katholik, sondern ein knallharter Jesuit ist, darüber hinaus ein Finanzier der Lubavitch-Bewegung, der sollte sich jetzt gut überlegen, was das im Zusammenhang mit dem zum Beispiel Jesuitenschwur bedeutet. Ja? Ich gebe dir einen ganz kleinen Auszug von einem wirklich langen Jesuiteneid, ja? Als Beispiel, dass du weißt, was hinter diesen Leuten steckt. Ich zitiere: Ich verspreche und erkläre auch, irgendeine ketzerische Religion anzunehmen
um die Interessen der Mutterkirche auszubreiten. Damit ist der Luziferkult gemeint. Ja? Dass ich, wenn sich die Gelegenheit bietet, unbarmherzig den Krieg erkläre und geheim oder offen gegen alle Ketzer, Protestanten und Liberale vorgehe. Zitat Ende. Das steckt hinter diesen Leuten. Es ist also dringend geboten, folgende reale Taten von Trump unter nüchterne Beobachtung zu stellen. Wie im eingeblendeten KlarTV-Dokumentarfilm bewiesen, sehnen sich die Lubavitcher nach dem großen Armageddon, dem schlimmsten Krieg aller Zeiten, meint das. Und genau diese Sorte Mensch, die nun schon seit Jahrzehnten den neuen Messias heraufbeschwören möchten, der dieses Armageddon verwirklicht, genau diese hoch einflussreiche Bewegung glaubt nun, in Trump ihren zweiten nichtjüdischen Messias zu erblicken. Der erste nichtjüdische Messias war ja bekanntlich Kores, der den Tempel nach der Deportation in Babylon wieder aufgebaut hat. Das deutet aber darauf hin, dass unter Trump wohl jetzt der dritte Tempel in Jerusalem errichtet werden sollte, auf dem Tempelberg, versteht ihr? Trumps Schwiegersohn gehört auch der Lubavitch-Bewegung an. Auch das sind zunächst natürlich wieder nur bloße Worte, auch von mir. Ich sage aber, lasst uns nun wie Adler die Taten Trumps beobachten und nicht mehr wegblicken. Ja? Wenn man all diese eben genannten Punkte miteinander verbindet, dann steht nämlich plötzlich die berechtigte Befürchtung im Raum, dass Trump den Russland-Ukraine-Krieg zwar baldmöglichst beenden wird, aber eben nur, weil er dazu auserkoren ist, den Dritten Weltkrieg aus dem Israel-Palästina-Konflikt heraus zu vollenden. Ja? Und wie dieser Dritte Weltkrieg aussieht, hat der Hochgrad-Satanist, der Hochgrad-Freimaurer und vor allem der Kriegsgeneral Albert Pike schon vor weit über 100 Jahren brieflich befohlen. Seine ersten zwei verordneten Weltkriege mit ihren Zielen haben sich, wie ihr wisst, aufs Tüpfelchen genau erfüllt. Im Ersten Weltkrieg sollte das Zarenreich abgeschafft und der Kommunismus aufgebaut werden. Als Frucht des Zweiten Weltkrieges sollte der Staat Israel entstehen, ja, und die Auflösung aller Nationalstaaten und aller gehabten Werte ihren Anfang nehmen. Und der Dritte Weltkrieg soll sich nach Kriegsgeneral und Hochgrad-Satanist Albert Pike über den Juden-Moslems-Konflikt im Nahen Osten zum Armageddon in der ganzen Welt ausweiten. Ein Kataklysmus, eine weltweite Kriegskatastrophe nie dagewesenerweise soll daraus hervorgehen, ja, dass als Endresultat keine einzige Religion, keine Philosophie, keine Nationalität, nicht mal mehr eine Moral existieren soll, bis hin zur Errichtung, wie Sie schreiben, der einen reinen Lehre Luzifers. Wir haben darüber ausreichend genug berichtet und unten im Sendungstext findet ihr auch noch einmal den Brief von General und Hochgrad-Satanisten Albert Pike an den Kopf der Illuminaten Mazzini. Und nun zum dritten Teil. Was diese Welt in ihrer globalen Problematik jetzt braucht, sind reale, entsprechende Taten. Und die Leistung dieser Taten müssen die Völker gemeinschaftlich erbringen. Wir können sie nicht an einzelne Vertreter des Volkes oder der Völker abdelegieren. Ja? Wie wir in vielen Sendungen nachgewiesen haben, existiert weltweit ein Rechtsbankrott. Das meint, die Justiz funktioniert in keinem Land der Erde mehr volksorientiert. Wie dann? Stattdessen dient die Justiz vorwiegend eben benannten Finanzbetrügern. Die Völker selber müssen daher durch Aufdeckung dieser Wahrheit zur Vollendung ihrer demokratischen Stellung gelangen und den weltweiten Beschluss fassen, dass zuerst einmal all diese Geldbetrüger und Machtmenschen ihrer Mittel beraubt werden. Und ich sage, jedes Ausweichen auf Ersatzwährungen, dies allein ist viel zu kurz gegriffen. Die eigentlich notwendige Tat, auf die es auch unsererseits ankommt, sieht folgendermaßen aus. Denn solange diese ergaunerten und daher rein fiktiven Staatsschulden noch Rechtsgültigkeit besitzen, wird man sie von uns allen mit Gewissheit abfordern, mit allen Sicherheitskräften wird man sie eisern erzwingen. Ja? Zuerst müssen wir uns aber nun zur vollendeten Demokratie hochschwingen, unsere Stimme vereinigen, weil ja jeder einzelne Erdling in gleicher Weise betrogen wurde und durch dieselben Täter bedroht ist. Und dann soll die Menschheit überall legitime, volksorientierte Gerichte ausrufen. Wisst ihr, diese waren früher noch ganz normal und wurden Volkstribunale, der Geschworenengerichte genannt. Über selbstgewählte, Bevollmächtigte kann die demokratisch handelnde Weltgemeinschaft
diese Schuldgesetze dann als illegal erklären, die verursachenden Straftäter enteignen und Dinge festmachen, ganz legal. Bitte seht zum Verlauf und zur praktischen Umsetzung dieser Thematik die im Dezember folgende Klar-TV-Sendung von Don Eiken. Und dann erst können sinnvoll neue Finanzwege errichtet werden. Wie immer hernach neue zinsbefreite Währungen und Tauschsysteme dann auch aussehen mögen, spielt letztlich gar keine Rolle mehr. Sie werden alle neuen Sinn machen und funktionieren, weil sie endlich ungestört funktionieren können, zinsfrei. Ja? Aber erst dann kann diese Tat fruchten, vorher nicht. Ja? Nur wenn wir in einem weltweiten Beschluss deren Enteignung beschließen, können wir ihrem verbrecherischen Beschluss entfliehen, dass sie uns noch restlos enteignen. Ja? Dies werden sie aber tun. Und sie werden es tun können, wenn sie ihr digitales Geld, ihren digitalen Impfpass und damit den ganzen Totalraub unserer Freiheit in die Tat umzusetzen vermögen. Da sämtliche Überwachungstechnologien, sämtliche Kommunikationswege und nahezu alles schon digitalisiert ist, liegt eigentlich nur noch ein Knopfdruck zwischen unserer Totalversklavung und unserer realen, totalen Freiheit. Ich sage, die Hand der Bösewichte liegt bereits auf dem roten Knopf. Ja. Wenn jetzt nicht Taten folgen, und zwar unsere Taten, unsere eigenen und die Taten all unserer verfügbaren stellvertretenden Mächte, dann wird uns in Kürze die harte Realität aufwecken. Ich garantiere das. Dann aber wirklich grob und unbarmherzig. Ja. Dann werden wir wie die Batteriehühner in vorgeplante 15-Minuten-Städte verfrachtet, aber auch wie die Hühner nach Belieben ausgeschlachtet und ausgeweidet werden. Glaubt das einmal besser. Aber jetzt noch kämpfen wir tausende Kämpfe von Linken gegen Rechte und umgekehrt, ja, von Mitte kommend nach unten, oben, hinten, vorn. Ja. In der Schweiz beginnt gerade wieder ein neuer Kampf um die Frage, ob wir um der Übervölkerung willen die Nationalstraßen ausbauen oder ob wir diese um des Klimas und um unsere schönen Landschaften willen nicht ausbauen sollten. Das ist das Referendum. Ja. Aber ich sage mal, stattdessen sollten sich alle, die sich jetzt gerade wieder auch in dieser Thematik in den Haaren liegen, alle Parteien sollten sich verbinden und gemeinschaftlich eben jene Kräfte bezwingen, von denen ich hier die ganze Zeit rede. Denn es sind ein und dieselben Kreise, die auch eben unsere Übervölkerung erzwungen haben zuvor, ja, sodass es zu diesen zunehmenden Verkehrsproblemen überhaupt gekommen ist. Ja. Ob nun aber bei uns in der Schweiz oder in anderen Ländern wieder ganz anders, ich sage, der angreifende Feind geht immer in ein und derselben Weise vor. Zuerst kocht er künstlich Probleme auf, in die wir uns dann mächtig verstricken. Dann führt er uns auf Nebenschauplätze, wo wir uns gegenseitig politisch, wirtschaftlich, religiös und allerlei sonst noch in die Haare kriegen. Ja? Über diese ständige Hetze schlagen wir uns gegenseitig ständig die Köpfe ein. Und zwar mit lauter Worten aus uns indoktrinierten Theorien. Ja? Und dabei verpassen wir allesamt die realen Gesetzmäßigkeiten und die realen Taten hinter all dem im Auge zu behalten. Dann aber, wenn das geschürte Chaos perfekt ist, kommt der hinterhältige Chaosverursacher und stülpt uns seine vorher geplanten Auswege mit Gewalt über den Kopf. Genauso erreichen die Geheimbundaktivisten ihre Ziele, ihr Lieben. Doch damit muss jetzt Schluss sein. Ja, wir orientieren uns künftig nur noch an den realen Taten und nicht an Worten allein. Okay, ja. Was aber sind reale Taten? Wenn wir zum Beispiel von der Lösung unserer globalen finanziellen Problematik sprechen. Die einen Taten habe ich in dieser Rede jetzt bereits beschrieben. Da geht es eben um die Bezwingung und Auflösung der globalen Finanzverbrechen und Verbrecher. Ja? Die Auflösung der Verbindlichkeit zu Gesetzmäßigkeiten, die uns einzig in den absoluten Bankrott und Niedergang treiben und ihn garantieren. Ja? Und dann aber, was sind denn die realen Taten, die von uns als Volk gefordert werden? Ja? Hier sage ich zum Schluss, es sind jene Taten, die jetzt zum Beispiel in meinem Leben, an dem Leben meiner Familie, an dem Leben von KlarTV, der AZK und der dahinterstehenden OCG erkennen könnt. Wir reden nicht nur von einer neuen Welt ohne Geld, sondern wir leben sie in Tat und Wahrheit und dies schon seit über 45 Jahren. Erkennt ihr den Unterschied zwischen Wort und Tat? Tat ist,
Wenn man, wie Ivo Sasek, über 45 Jahre hinweg alles unentgeltlich tut, sämtliche Dienstleistungen samt Produkten, und das aus reinster, echter Zuneigung zu seinen Mitmenschen, und das ohne Forderung einer Gegenleistung, dass man so auf den Markt bringt. Ja? Gegenleistungen werden nur dann erbracht, wenn zuvor die realen, nützlichen Taten erkannt und aus tiefster Dankbarkeit erwidert werden möchten. So läuft das in der neuen Welt. Dann kann die Gegenleistung in jeder nur erdenklichen Form erfolgen. Es kann im Austausch von Produkten sein, sicher auch in Geldwerten, welcher Art auch immer, oder wiederum durch ergänzende Dienstleistung gegenseitig kann das erfolgen, wie auch immer. So und nicht anders leben wir seit Jahrzehnten. Ja? Wir dienen immer weiter und weiter und du kannst sämtliche unserer Produkte, zehntausende Sendungen, Spielfilme, Filme, ja, tausende Vorträge, Bücher, was du immer von uns haben willst, kannst du alles unentgeltlich bekommen. Und nichts machen wir mit einer Forderung verbunden, sondern alles nur aus freien Stücken, weil du ich und weil ich du bin. Ja? Weil wir zusammen nur einen einzigen lebendigen Organismus stellen und bilden und es eben jedem besser geht, wenn man seinem Mitmenschen ihn hochbringt, dass es ihm gut geht. Und so, wie wir schon immer unseren Worten die Taten vorausgehen ließen, so möge es ein jeder von uns tun. Das ist die neue Welt, wisst ihr. Wenn aber auch umgekehrt, sei es so oder anders, letztlich dürfen nur die realen Taten zählen. Die stehen im Mittelpunkt. Und zwar jene Taten, die auch die Gesetzmäßigkeiten mit berücksichtigen, wie ich es im Zinssystem erklärt habe, und nicht auf bloße Wunschträume hin ausgeführt werden. Ich bin jetzt durch. Ich bin Ivo Sasek, der im 48. Jahr vor Gott steht. Auch ich würde gern mal Geld verleihen, das voilà, so hau ruck. Aus Farbe und Papier entsteht, das ich mir selbst bedruck. Auch ich trieb dann gern Zinsen ein, für mein verliehenes Geld, und kaufte mir aus dem Erlös legal die ganze Welt. Auch ich hätte gern, falls man mir wehrt, eine eigene Staatsgewalt, die prachtvoll beugt, dank Militär, den Trotz von Jung und Alt. Dann könnte auch ich mit meinem Geld politisch lenken alle Welt. Regieren will ich dann ganz allein und all die Seelen wären mein. Doch gibt's da so eine Macht in mir, die das für nichtig hält, die jeden Zins ist Politik zum Werk von Räubern zählt. Sollt den ich drohen mit dem Schwert, der pocht auf Geld mit Gegenwert. Nein, bevor ich den zu Unrecht drück, geb was ergaunert ich zurück. Gib alles zurück, was ihr erschlichen habt mit falschem Geld. Denn all dieses Geld, es war gar kein Geld, weil Geld nicht zählt. Denn jeder Gegenwert fehlt. Drum geht es zurück, gib alles zurück, was ihr erschlichen habt mit falschem Geld. Denn all dieses Geld, es war gar kein Geld, weil Geld nicht zählt. Denn jeder Zeit, in der der Schuft der Sachen gekauft mit Geld nur aus Luft die Sachwerte gibt dem Volk zurück. Bis lückenlos hin zum letzten Stück. Es ist nur die Zeit, in der der Schuft der Sachen gekauft mit Geld nur aus Luft die Sachwerte gibt dem Volk zurück. Ja, bis lückenlos hin zum letzten Stück. Schätze und Fälle, aus Kram und Trugreiche Gelder, geht zurück, sehr
Erbgut und List, Falschgeld bewiesen, her mit Ressourcen und Rechten zum Wohnen, stopp alle teuflischen Spekulationen. Auch ich muss mit dem Geld patentieren, man darf die Nahrung nicht für sich reservieren. Das Volk geht zurück, statt zum Essen, auch die pharmakologischen Interessen. An das Volk wird gebunden, das Geld, denn dem Volk und nicht euch ist die Welt. An das Volk wird gebunden, das Geld, denn dem Volk und nicht euch ist die Welt.